Lang, lang, lang ist's her, da habe ich Star Citizen aufgenommen und jetzt ist es wieder soweit. Ich merke inzwischen, dass dieses Spiel so anspruchsvoll wird, dass ich locker keine 30 FPS mehr schaffe. Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu Star Citizen. Ich habe es mir endlich mal wieder runtergeladen und aktuell kann man anscheinend sogar testfliegen. Die Krieg P52 Merlin, deswegen werden wir die mal austesten. Ja, wie gesagt, Star Citizen, ich freue mich wahnsinnig drauf, jetzt es mal wieder zu spielen. Ich habe jetzt echt Mühe gehabt, das Spiel wieder runterzuladen und alles. Aber das Problem ist, was ich ja gerade auch angemerkt habe und was halt auch einfach so ist, Star Citizen ist offensichtlich etwa, ja gut, es war schon immer sehr ressourcenlastig, aber es ist halt immer noch sehr ressourcenlastig. Ich kann übrigens die ganze Steuerung alles nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon mal in der KSP-Folge angesprochen. Ich werde mir auf jeden Fall mal einen neuen PC zulegen. Allerdings möchte ich das eigentlich Richtung Winter machen, Richtung nach Winterverkauf, Richtung nach Weihnachtsverkauf. Möchte ich mir einen neuen PC zusammenstellen lassen, auf den ich dann das alles umziehen kann. Da muss ich auch gucken, wie das mit Windows 10 läuft, weil aktuell ist wohl Windows 10 noch auf die Mac-Adresse festgesetzt und ich weiß nicht, wie ich das dann lösen kann oder ob ich das dann lösen kann. Da muss ich halt mal im schlimmsten Fall mit dem Windows-Support telefonieren. Und dann gucken wir mal. Dann denke ich, wird das aber auch ganz interessant und gut, wenn dann Star Citizen zumindest wieder flüssig läuft. Die Ladebildschirme werden bestimmt nicht kürzer, aber wenigstens flüssig laufen. Wäre ja schon mal ein Anfang. So, oh Gott. Da sind die Landing-Plattforms. Erstmal Optionen gehen und gucken, wie die Steuerung läuft. Ich habe keine Ahnung mehr. Control Options. Control Options, danke. So, ach, Keybinding, das muss ich ja. Nevermind. Strafe, Roll, ja, das weiß ich noch. Das kriege ich noch hin. Space Ray kriege ich vielleicht auch noch hin, auch wenn ich die nicht oft benutzt habe. Caps ist immer noch der Decouple Mode. Ich weiß immer noch nicht, wie gut ich das finde. Aber hier muss irgendwo Landing Gear Hold to Autoland. N, okay. Genau, das wollten wir. Und wir können auf Einfügen. Einfügen, genau. Einfügen. Können wir uns mal das Schiff angucken? Schon mal. Das Schiff sieht wahnsinnig cool aus. Coole Bewaffnung auch. Nochmal wieder einfügen. Oh Gott. Einfügen. Die Sicht ist ganz interessant. Wir werden damit gleich mal noch Wendelsworm spielen. So, das Radar sieht komplett anders aus. Ich habe mir in letzter Zeit wieder Videos von Elite angeguckt. Werde vielleicht auch selber mal wieder Elite spielen, zumindest antesten. Oh Gott, wo ist denn hier die Geschwindigkeitsanzeige? Ach, da Gott, ist der Throttle noch hoch. Kann das Ding hochfrotteln? Ist ja krass. So, kann ich das Ding jetzt irgendwie als. Ja, so. Wie kann ich nochmal eigentlich zwischen den. Oh Gott. Ja, gut, throttlen wir mal vorwärts. Gucken, ob wir das hinkriegen. Halt. Halt. Ich muss irgendwie das Target dazu setzen, sonst macht er kein Autolanding. Wie setze ich das Target? Keybindings. Cycle-Friendly ist back. Okay. Ist mit H, kann ich Friendlies, ich weiß nicht. Und Psycho ist mit X geht's auch noch. Und Launch ist hier anders dort. Okay, also wenn ich hier mache, dann werde ich wohl. Okay, warte. Okay, keine Ahnung, wie ich diese Dinger auch schon selber. Fliegen wir mal rückwärts. Geht nicht. Das Schiff kann nicht rückwärts fliegen. Okay, interessant. Geile Beschleunigung auf jeden Fall. Gefällt mir.
Nee, das funktioniert nicht mit dem normalen Landing. Einem normalen Target-System. Wie geht's dann? Match Target Velocity? Nee. Die blauen könnten sein. Toggle Lights. Look behind. Lock Mode. Eject. Ja gut, das wollen wir nicht. Console. Scoreboard. Modifier Weapon Gimbal Lock. Top Shield, Bottom Shields, ja. Ja, Pitch, okay, aber. Ich würde doch gerne jetzt hier landen. Na komm, dann landen wir einfach manuell. Scheiß auf den Autopiloten. Das kriegen wir auch so irgendwie hin. Na, ganz. Cool, die klappen sich da hoch. Und. Das hat einfach angefangen zu blinken. Das war ein bisschen hart. Okay, gucken wir uns dieses Schiff mal an. Es sieht ehrlich gesagt gerade in der Außenperspektive größer aus, weil die Flügel haben sich jetzt halt einfach eingeklappt und alles. Hey, das da vorne hat sich auch eingeklappt. Ja, wie cool ist das denn? Also so sieht es sehr kompakt aus. Zwei Düsen. Ein sehr komisch aussehender Schatten. What the fuck? Ich bin ein Alien. Man kann übrigens nicht mehr von vorne sich selber anschauen. Bisschen komisch. Aber egal. Das sieht auf jeden Fall nochmal viel besser aus. Da habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich starte, sieht es besser aus. Ja. Es sieht geil aus, oder? Gehen wir nochmal rein. Ich glaube, da müssen wir von hier hinten rein. Genau. So. Und hops. Ja, das sieht doch cool aus. Ich will nochmal einfügen. Kann ich mich irgendwie frei umgucken? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, wir können mal. Nein, das war die falsche Taste. Ups. Das waren Aussteigen. Ich wollte aber eigentlich abheben. Oh, jetzt mal diese ewige Katzi in Anführungszeichen. Ist ja keine richtige Katzi, ne? Das ist ja das schon. Da merkt man auch, dass es keine richtige Katzi ist. Hi. Okay. Ach, guck mal, da haben sie die Schilde hochgefahren. Und fliegen immer hoch. Alter, wie schnell er immer hochfliegt, ne? Ach ne, vorne hat sich doch nicht zugeklappt. Das ist immer so, okay. Die Kabelmode wieder anmachen, danke. So, wie habe ich nochmal geboostet? Ich habe vergessen, wie man boostet, ne? Boah, sieht das cool aus, ohne Witz. So, gehen wir mal wieder in die Ego-Perspektive. Guck mal, wir haben schon. Wir machen Red Out gleich. Alles klar. Schaffen wir es? Nee, ohne. Mit dem G-Safe Mode. Schaffen wir hier wohl gar nicht. Nach unten weg? Oh Gott, ist das laut! Ja, nach unten weg schaffen wir ein bisschen was, aber nicht viel. Härter ziehen. Ja, mit dem G-Safe Mode ist eigentlich gar nichts drin. Wie mache ich den G-Safe nochmal aus? Wow! Ist das Ding schnell! Da muss ich mich erstmal wieder gewöhnen. Aber es hat einen wahnsinnig langsamen Turn. Ich hab grad. Guck mal. Wir fliegen jetzt Vollgas in diese Richtung. Und machen dann einen Decouple Mode an. Turnen uns um 180 Grad, wo ist das Ding? Da ist unser Retrograde-Punkt praktisch.
Und dann gehen wir wieder die Kabelmod aus. Jetzt gucken wir, wie lange er braucht, bis er. Ah, wobei es ging. Aber gerade eben hat er echt lange gebraucht. Was ist beim normalen Turn aus? Ja, es geht eigentlich, ne? Klingt auf jeden Fall wahnsinnig gut. Ah, mit Shift ist doch. Okay, mit Shift ist Boost geben. Okay, gut, mit Boost ist natürlich klar, da wird er länger straven. So, da ist unser Boost leer. Die Asteroiden kann man wahrscheinlich noch nicht zerschießen, oder? Das wäre ziemlich cool, wenn man die zerschießen könnte. Aber gut. Andererseits, ne? Ja, ja. Ich habe das schon ein bisschen unter Kontrolle, mein Schiff. So. Ah, das ist auf jeden Fall ein cooles Schiff. Könnte ich mir vorstellen, wenn dann für das Spiel raus ist, auch zu kaufen. Ja. Kann auch gut abbremsen. Ach guck mal, es gibt nicht mehr Einschüsse hier in den Asteroiden. Schade. Aber gut, was will man erwarten? Ich würde sagen, wir springen mal kurz. Ah, wobei, wir sind schon am Ende der Folge, ne? Ich würde sagen, wir springen in der nächsten Folge mal kurz mit diesem Schiff hier in ein Vandal Swarm. Bis gleich!